Schöne Schultern lassen sich nie hängen. Sie definieren ihr gesamtes Erscheinungsbild und ihre Statur. Gerade entspannte und breite Schultern sind ein Zeichen für Ausgeglichenheit und Kraft. Die Schultern und Nackenpartie kann auch der Ort von unangenehmen Schmerzen und Verspannung sein. Deshalb ist besonders wichtig, diese Körperpartie wohl dosiert zu kräftigen, zu dehnen und zu lockern. Bei chronischen Verspannungen sollte der Schwerpunkt bei Dehnungsübungen liegen. Das Schultergelenk ist das beweglichste Gelenk im gesamten Körper. Dieses Gelenk wird als Kugelgelenk bezeichnet und ist aufgrund seiner Beweglichkeit sehr instabil und verletzungsanfällig. Umso wichtiger ist es hier, eine stabilisierende Muskulatursicherung aufzubauen und zu erhalten. Achten Sie bei den Übungen immer auf eine korrekte Technik. Halten Sie bei den Übungen immer den Oberkörper ruhig und stabil. Wenn Sie Ihre Übungen langsam und kontrolliert durchführen und jegliche Schwung vermeiden, werden die Trainingsergebnisse sehr effektiv sein. Der Kopf bleibt immer gerade. Betrachten Sie ihn als Verlängerung der Wirbelsäule und halten Sie die Schultern möglichst tief. Nochmal, die Verletzungsanfälligkeit der Schulter ist nicht zu unterschätzen. Beachten Sie deshalb die Bewegungsanweisungen für die Handstellungen. Eine falsche Haltung des Handrückens führt leicht zu einer Veränderung der Bewegungsrichtung, mit der Folge, dass die Abläufe des Schultergelenks nicht mehr dem natürlichen Bewegungsradius entsprechen. Eine Übungsbeschreibung für die Schultermuskulatur im Sitzen. Mit der Kurzhantel oder einer kleinen bis mittelgroßen Stein. Frau Neumeister sitzt auf einer Bank und hält ihre Arme leicht angewinkelt. Sie hebt ihre Arme langsam seitlich hoch, bis sie die erwünschte Endstellung, Hände knapp unter der Schulterhöhe, erreicht. Sie hält die Gewichte eine Sekunde lang und lässt sie dann langsam und kontrolliert seitlich wieder absinken, um sie dann erneut wieder anzuheben. Bei dieser Übung trainieren Sie den vorderen und mittleren Teil der Schultermuskulatur. Rudern im Sitzen mit der Kurzhantel, einer kleinen bis mittelgroßen Wasserflasche oder ähnliches. Sie sitzt Frau Neumeister aufrecht, die Beine hüftbreit. Sie hält in jeder Hand einen mittelgroßen Stein. Mit stabilisierten Rücken bleibt der Oberkörper aufrecht und die Schultern sind nach unten gezogen. Die leicht angewinkelte Arm führt sie kontrolliert von der Seite nach hinten. Das Brustbein ist aufgerichtet und die Schulterblätter sind nach unten zusammengeführt. Bei dieser Übung trainiert sie zusätzlich zur Schultermuskulatur auch den Trizeps und die Rückenmuskeln.